Die Saison ist vorbei. DSRC Endurance 2023. Es war eine tolle Saison. Wir haben viel gelernt, viel Spaß gehabt und hatten einige sehr, sehr enge Momente. Und dieses Video ist vielleicht auch ein bisschen melancholisch. Es ist vielleicht auch ein bisschen emotional. Aber das ist bewusst so gemacht, weil es von Herzen kommt. Und deswegen möchten wir ausdrücklich Danke sagen. Und ich möchte Danke sagen. Und zwar nicht nur als Teamchef und Fahrer, sondern auch als Simracer erster Stunde. Die DSRC Endurance dieses Jahr war hart, eng, aber unglaublich fair. Danke an alle GT3-Teams und GT4-Teams, dass ihr uns nicht abgeschossen habt. Und obwohl es so viele Teams waren, GT3, GT4 und TCR, war es immer fair, immer sportlich und dafür möchten wir Danke sagen. In dieser Saison haben wir gewonnen. Wir haben auch den Vizemeistertitel geholt. Aber mit diesem Video möchten wir nicht nur Danke sagen, sondern alle TCR-Teams da draußen in Deutschland motivieren, in der kommenden Saison auch mitzufahren. 5 Autos sind geil, aber 10 oder 15 wären besser. Auch wenn wir dann nicht mehr gewinnen. Simracing lebt von dem Miteinander. Simracing lebt davon, dass wir uns gegenseitig pushen. Simracing ist die geilste Sportart, die ich mir überhaupt nur vorstellen kann. Vielleicht sehen nur wir das so, aber Simracing ist nicht ein Gegeneinander, sondern ein Miteinander. Und stellvertretend für mein gesamtes Team möchten wir ausdrücklich und von ganzem Herzen Danke sagen. Danke für diese super geile Saison. Danke an die Rennkommission, an die Race Directoren, danke für die Regie, danke für die Moderation und danke an alle Zuschauer beim Livestream auf YouTube und Twitch. Und ich hoffe, wir alle sehen uns gemeinsam in der neuen Saison. Ciao. Sauber, Jungs. Der nächste Titel. Sehr, sehr geil. Vamos. Sehr, sehr geil. Endlich. Yes. Erste geil. Geil. Bam.